wunderbare Sondo-Trophäe geht es heute an diesem Sonntag im Cupfinal 2016 streiten. Darum tun sich Schwarz-Weiß und Blau-Weiß, sprich der FC Lugano und der FC Zürich. Recht herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dem Cupfinal 2016. Wir haben prominente Unterstützung an Bord, Code 2, die das Gefühl kennen, die Trophäe in den Himmel zu stemmen, und zwar mit dem jeweiligen Verein. Sind beides ehemalige Fußballnationalspieler. Willkommen hier bei uns im Studio, Dani Gigax, quasi der Zürcher Vertreter, und der Philipp Walker, der Vertreter vom FC Lugano. Grüezi. Und ich habe ja gesagt, Sie beide kennen das Gefühl. Wir fangen an mit dem, was schon ein bisschen länger zurück ist. Im 93 ist es, also vor 23 Jahren, ist tatsächlich der Philipp Walker auch bei den Cup-Sieger gewesen, hat die Trophäe dort mal dürfen aufheben. Gibt es noch Erinnerungen oder ist das schon viel zu weit weg, Philipp Walker? Lange ist es her, aber ich denke, es ist die schönste Erinnerung. Mit dem FC Lugano gibt man nicht so viele Titel, und ich glaube, es war der schönste Tag mit dem FC Lugano. Es war der letzte Cup-Sieg für den FC Lugano. Spürt man im Tessin so ein bisschen den Hunger, endlich wieder mal einen Pokal zu gewinnen? Also ich denke schon, eben, wie gesagt, im Tessin sind die Pokale nicht so häufig. Solange schon sehr alt auch. Die meisten Titel waren in den 30er oder 40er Jahren. 23 Jahre Cup-Final, denke, der Hunger ist sicher da. Hungrig sind also Tessiner, Zürcher. Da weiss man nicht so recht. Sind sie hungrig, frustriert, enttäuscht? Was ist es echt? Was soll man sagen? Nein, es ist keine einfache Situation, auch für mich jetzt hier stehen. Seit dem Mittwoch haben wir alles durchgemacht, gefühlsmässig. Und man hat es jetzt auch gemerkt vorher bei der Mannschaftsaufstellung. Also Fans haben sich nicht so bemerkbar gemacht, eher im Gegenteil. Und es wird spannend sein, das zu beobachten jetzt im Verlauf des Matches, wie sich das alles entwickelt. Wir werden das natürlich intensiv beobachten. Reden wir zuerst aber noch von etwas Schönem, auch etwas, was in der Vergangenheit liegt, nämlich Ihren Cup-Sieg 2005 war es. Dort mal mit dem neu geschaffenen Pokal, den Sie entgegennehmen dürfen in Basel. Was sind Ihre Erinnerungen an diesen Moment? Es ist auch zu dieser Zeit, haben wir nicht so viele Titel gewonnen mit dem FCZ. Von dem her war es ein wunderschöner Tag gewesen. Natürlich ganz andere Umstände, als das heute ist. Man hat sich so lange auf das gefreut. Und ist natürlich, wenn man den Cup in die Luft aufheben kann, ist natürlich ein wunderschönes Gefühl gewesen. Das wunderschöne Gefühl streben jetzt also die beiden Mannschaften heute hier im Zürcher Letzigrund an. Das ist ja schon speziell, das Duell Lugano gegen Zürich. Ausgerechnet die beiden, die sich am letzten Spieltag quasi ein Fernduell gegen den Abstieg geliefert haben. Und das Fernduell, das hat erst gerade am Mittwoch stattgefunden. Und dementsprechend treten heute hier zwei Mannschaften an mit ganz unterschiedlicher Gemütslage. Währenddem der FC Zürich den weiteren Gang in die Challenge League muss antreten. Und der Dani Gigax hat vorher schon gesagt, es ist eine komische Stimmung im Stadion. Und wenn wir hinterher schauen, in die Südkurve, dann sehen wir dort auch ein Transparent mit einer ganz, ganz deutlichen Botschaft. Gewinnt das Finale, geht heim und schämt euch weiter. Wie kommt das auch beim Spieler? Man kommt sicherlich vor dem Match auf den Platz, wie man das immer macht. Und dann liest man das Transparent, ist ganz klar. Das kommt nicht gut an. Klar macht man sich Gedanken über das, aber nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, wir haben heute den Cupfinal im eigenen Stadion, in der eigenen Stadt. Das ist etwas Einmaliges, das dürfen nicht viele erleben. Und man muss sich jetzt halt einfach 90 Minuten auf das konzentrieren, das andere ausblenden, was war, was nicht einfach wird. Aber probieren jetzt Cup zu holen. Das ist schon mal ein erster Schritt dann in die Zukunft. Im FCZ wissen wir nicht so richtig, wie ist die Stimmung? Wie ist sie denn bei Lugano? Weil das könnte ja auch irgendwie so oder so sein, oder? Euphorisiert, frei von der Leber. Oder irgendwie die Spannung verloren? Was erwartet Sie von Lugano? Also diese Saison haben sie nach guten Spielen meistens schlechte Spiele gehabt. Also Kontinuität ist nicht das Wort, was existiert im Vokabular vom FC Lugano. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Also es ist gegensätzlich, könnte Gemütslage nicht sein. Lugano kann sicher psychologische Vorteile haben. Die FCZ ist sicher am Boden. Aber
wenn sie ein bisschen stolz haben, der FCZ, sie sind in der Pflicht, also das Spiel müssen sie sicher gewinnen, dass sie wenigstens wieder den Ball flach halten können. Also ich denke, es wird sehr ausgerechnet Spiel geben. Der Druck ist sicher bei den Zürchern. Wir werden selbstverständlich in der Pause und dann auch nach dem Spiel weiter können diskutieren. Aber jetzt ist es Zeit für die Hauptakteure und das sind nun mal die 22 Spieler, die jetzt gerade auf den Rasen kommen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen im Cup-Final 2016 zwischen dem FC Lugano und dem FC Zürich. Kommentieren tut Danike. Festtag im Letzig und ausverkauftes Haus. Im Moment friedlich und stimmungsvoll die Atmosphäre. Es hat einige Böller gegeben zuvor aus der Südkurve. Wir hoffen, dass das Ganze ruhig bleiben wird. Einige Sitzplätze noch nicht besetzt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gestaltet sich die Anfahrt aus dem Tessin heute äußerst schwierig. Viele Staus auf den Straßen. Und ich denke, der ein oder andere weiß-schwarze Fan, der wird noch unterwegs sein und die irgendwo vor dem Stadion noch feststecken. Und es gibt auch solche Fans, die gesagt haben nach dem letzten Mittwoch, das ist mir zu gefährlich, ich bleibe zu Hause. Schade eigentlich, das hat der Cup-Final so nicht verdient. Lugano gegen FCZ. Es war das emotionale Abstiegsduell zwischen diesen beiden Clubs und jetzt also der große Cup-Fight. Lugano als Heimteam, erstmals seit 1993 wieder in einem Endspiel. Man hat das Gefühl, das ganze Tessin sei auf den Füßen. Es ist wirklich ein Freudentag für den FC Lugano und weit über die Region hinaus. Wir erheben uns, in Kürze erfolgt die Nationalhymne. Nationalhymne, ich sag's mal so, viele Freunde werden sich die Südkurvenfans mit solchen Aktionen in der Schweiz nicht machen. Schade. Eine schwierige Situation für den FC Zürich, der am Mittwoch abgestiegen ist. Hier die Fankurve des FCZ in Rauch gehüllt und immer wieder diese Böller, die eben nicht nur laut, sondern auch gefährlich sind. Lugano-Captain Antoine Rey sehen wir und in seinem Rücken steht der Spielführer des FC Zürich, Gilles Yappi. Das Schiedsrichtergespann, angeführt von Alebiri, 37, pfeift für den FC Rot-Schwarz Thun, seit 2008 in der Super League. Alle Heiniger, Sertat Kutnaccia, das sind seine Gehilfen heute. Sebastian Pasch als vierter Offizieller an der Linie. Die Aufstellung des FC Lugano, zwei Änderungen im Vergleich zur letzten Partie in der Meisterschaft. Datkovic meldet sich wieder fit, spielt in der Innenverteidigung für Malvino, der leichte Knieprobleme hat. Und Sabatini, der war fraglich im Mittelfeld, hatte zuletzt Zahnschmerzen, ersetzt heute Schirnigoy. Sonst alles so wie gehabt. Zdeněk Zeman setzt auf sein bewährtes 4-3-3-System. Der FC Zürich stellt sich derzeit quasi selber auf. Neff kehrt in die Mannschaft zurück, Sanchez nicht mit dabei. Vinicius und Koch auf den Außenbahnen, Kerschakow ganz vorne. Ich habe es gesagt, Sanchez auch heute verletzt, Etundi nicht mit dabei. Brunner auch nicht im Aufgebot. Krank und so hat Uli Forte nun wahrlich nicht die Qual der Wahl. Er hat eine ganz schwierige Situation, die er mit seiner Mannschaft hat bewältigen müssen, diesen Abstieg. Natürlich musste er seine Mannschaft wieder aufrichten. Hier haben wir Lugano-Präsident Renzetti. Für ihn war es natürlich ein Freudentag. Der vergangene Mittwoch war sein Trainer zusammen
mit der Mannschaft den Ligaerhalt sichergestellt hat. Das ist der Ehrenpräsident des FC Zürich, Sven Hotz. Der war am Mittwoch auch hier im Stadion, hat diese schweren Minuten miterleben müssen. Der hofft, dass der FCZ heute mit dem Sieg im Cup vielleicht einen Neustart machen kann. Der FC Lugano in Weiß und der FC Zürich als Auswärtsteam heute im Heimstadion in Dunkelblau. Gewinnen, ein Zeichen setzen. Oliver Buff bissig. Sicher auch die Vorgabe, die Uli Forte da seinen Mann mitgegeben hat. Da wurde viel gearbeitet auf psychologischer Ebene. Der nächste Vorstoß. Die Innenverteidigung von Lugano. Die wird gleich in den ersten Minuten schon geprüft. Wesentlich lernt Alioski. Sabatini, Captain Re. Einem Fünfer Mittelfeld und einer einzelnen Sturmspitze. Wird interessant zu sehen sein, wer sich da im Mittelfeld die Herrschaft erarbeiten kann, wer mehr Ballbesitz auch haben wird. Stark gespielt, aber auch gut abgewehrt der Versuch von Donis. Vinicius. Holt den ersten Eckball raus für den FC Zürich. Kelly wurde da getroffen bei diesem Zweikampf, bei diesem Abschlussversuch von Anastasios Donis. Das tut extrem weh. Ist da liegen geblieben und muss jetzt auch gepflegt werden. Prominente Ausfälle beim FC Zürich, aber auch der FC Lugano muss heute auf wichtige Spieler verzichten. Giulina, der Topscorer, seit längerer Zeit aus mit einem Kreuzbandriss. Patalino, nicht im Aufgebot von Zdeněk Zeman, weil verletzt. Und Čurić muss heute eine Rotsperre absitzen, die er sich im Cup-Halbfinale gegen Luzern eingehandelt hat. Unglückliche Situation, aber es geht weiter bei Kukeli. Nach kurzer Pflege meldet er sich wieder dienstbereit. FCZ, der gestern gesagt hat, ein Cup-Sieg kann den Abstieg nicht vergessen machen, aber trotzdem ist es wichtig für den FC Zürich, hier positiv ans Werk zu gehen und die ersten Minuten, die lassen sich ganz gut an, auch für den FC Zürich.
Transfer Sabatini. Botani gestartet, versucht es dann mit einem Trick und erarbeitet sich mit dieser Finte den ersten Eckball für den FC Lugano. Eckball bereits ausgeführt. Kein Offside, Botani. Fahne blieb unten. Erste richtig heiße Situation. Ziemlich eng dieser Entscheid. Für mich stark Offside verdächtig. Aber die Fahne blieb unten. Also der Treffer hätte gezählt. Und die erste Torchance geht auf das Konto von Anastasios Tonis, diesem Herrn hier. Der 19-jährige Grieche. Zweifacher Cup-Torschütze im Halbfinal für den FC Lugano gegen Luzern. In diesen ersten Minuten beim FC Lugano. Hartes Einsteigen von Dabkovic, Vorteil. FCZ mit Buff. Sau. Abklärt Sabatini diese Situation. In der Vorwärtsbewegung von ANF. Das Umschaltspiel von Lugano ist gefürchtet. Jetzt ist die Fahne oben. Eine Abseitsposition ist angezeigt. Botani etwas zu weit vorne. Richtig gesehen. Vom Schiedsrichter hier. Forte war schon Cup-Sieger mit den Grasshoppers. Jetzt will er den Titel mit dem FCZ holen. Ist ja noch nicht klar, wie es bei ihm weitergehen wird. Kurzengagement war vereinbart. Und nach diesem Cup-Final will man sich dann zusammensetzen und über die weitere Zukunft diskutieren. Abschluss von Kerschakow. Dessen Zukunft ist klar, er wird den FCZ verlassen. Definitiv. Das FCZ-Präsidenten-Ehepaar, das war eine emotionale Rede, die Angelo Canepa gehalten hat vor den Medien am Freitag. Hat auch abgerechnet, hat gesagt, er sei unfair attackiert worden, hat aber auch ein Schuldzugeständnis gemacht und er hat auch gesagt, der FCZ, das ist das klare Ziel, soll sofort wieder aufsteigen. Die finanziellen Ressourcen, die werden von den Hauptaktionären, und das ist nun mal die Familie Canepa, sichergestellt. Der Rücktritt war für ihn kein Thema. Der viele Zweikämpfe gewinnt in dieser Startphase, die sehr ausgeglichen verläuft. Bislang kann sich keine Mannschaft hier ein klares Chanceplus oder eine Feldüberlegenheit herausspielen.
Schwierigkeiten ein. Im Moment etwas wenig Bewegung beim FCZ. Schwierige Anspielstationen zu finden. Vinicius, Saar. Das wird ein interessantes Duell sein heute Nachmittag. Das Duell Kerschakov gegen Datkovic. Die beiden haben sich schon einige nette Zweikämpfe geliefert in diesen ersten knapp 12 Minuten. Erst 22-jähriger Kroate, überhaupt der FC Lugano mit einer unglaublich jungen Mannschaft unterwegs, wie schon in der gesamten Saison. Ein junges und wildes Team, das auch Lehrgeld hat bezahlen müssen, aber auch schöne Erfolge gefeiert hat. Beispielsweise eben dieser Einzug ins Köpfe-Endspiel. Ruff. Gibt Abstoß. Nach dem Kopfball von Kecojevic. Schweizer Cup-Finale in Zürich seit 80 Jahren. Seit genau 80 Jahren. Letztmals das Endspiel 1937, allerdings noch auf dem Förlibuk. Young Fellows gegen Servet. 2:0 vor 8000 Zuschauern. Sache, die beiden Teams noch etwas mit der angezogenen Handbremse unterwegs. Philipp Koch.
dessen Vertrag ausläuft. Rennen sich die Zürcher gegenseitig um an Dalioski. Regelwidrig gebremst. Heikle Situation und da gibt es viel Blut. Bei diesem Zusammenprall hier zu sehen. Nicht schön, wieder Burim Kukeli. Der da voll getroffen wird. Müssen gleich zwei Zürcher gepflegt werden. Auch Alioski wurde da etwas malträtiert. Jappi angeschlagen und Kukeli. Verständigungsproblem. Da hat die Absprache nicht funktioniert. Gelb für Sanbenezar, das war klar. Noch vor der Mittellinie und tatsächlich hätte Kukeli vielleicht noch eingreifen können. Darum keine Diskussion, ob gelb oder rot. Sieht nicht gut aus bei Kukeli. Da fließt enorm viel Blut. Ja, und Uli Forte hat keinen gelernten Verteidiger mehr auf der Bank. So dünn ist die Personaldecke geworden. Dirgic wird kommen. Das war schon am Mittwoch so. Dort musste er für den verletzten Leonardo Sanchez einspringen in der Verteidigung. Anto Dirgic eigentlich ein Mittelfeldspieler. Chiappi blutet. Äußerst unglückliche Situation. Dieser Zusammenprall zwischen Chiliabi und Burim Kukeli. Gefreut, ja, Burim Kukeli, 2008 hat er noch als Lagerarbeiter gearbeitet, der Spätberufene, zwischenzeitlich 15 Länderspiele für Albanien absolviert, wird auch an die EM fahren. Wir hoffen, dass hier nichts Gravierenderes passiert ist, auch wenn das im Moment furchterregend aussieht. Köbi Kuhn, FCZ-Legende, der Ex-Nationaltrainer auf der Tribüne. Aber der FCZ ist gezwungen, hier einen frühen Tausch vorzunehmen. Burim Kukeli muss ausgewechselt werden. Anto Girgic kommt in die Partie. Nationalmannschaft Anto Girgic, zuvor unter Sami Hyypiä praktisch gesetzt im zentralen Mittelfeld und Uli Forte nur noch Ergänzungsspieler, aber auch am Mittwoch schon früh ins Spiel gekommen. Jappi muss noch gepflegt werden, FCZ AS im Moment mit einem Mann weniger. Trainer gerne, wenn er so früh zu Umstellungen gezwungen wird. Anto Girgic übernimmt die Position im Zentrum und Kecojevic ist neu als Linksverteidiger anzutreffen in dieser Dreierkette. Neff rechts, Girgic im Zentrum, Kecojevic links. Thank you.
Aussage der letzten Woche. Dann Veseli. Nicht ungefährlich, dieser Vorstoß. Das macht sie wirklich gut, die Tessiner. Wie sie da ziemlich schnell umschalten aus der Defensive. Mit wenigen Pässen ist man dann bereits vor dem gegnerischen Strafraum. FCZ nach wie vor mit einem Mann weniger. Sie haben das gesehen. Jambi wird immer noch gepflegt. Und Dani, guter Schlenzer. Aber keine echte Gefahr für Anthony Pfaff. Bis zurück, der FCZ wieder komplett. Mit dick eingebundener Nase, Schiljan. Aber Alebieri lässt da Gnade vor Rechter gehen. Also für mich war das eigentlich eine zwingende gelbe Karte. Keine Chance, den Ball zu spielen, kommt deutlich zu spät. Donis hätte da eine gute Schussgelegenheit gehabt, die ihm geraubt worden ist nach diesem Foulspiel. Bringt eine Standardsituation hier, Torgefahr ins Lexikonstadion für den FC Lugano. Anthony Pfaffer zuletzt mit einigen Unsicherheiten in der Meisterschaft, vor allem eben auch bei hohen Bällen. Trotz nicht gerade vor Selbstvertrauen, aber hier wird er nicht geprüft. Gegen Antoine Rey. Ja, wie war es? Nichts so. Verteidiger vor Probleme stellen kann, jetzt direkter Gegenspieler ist von Allen F. Ja, Vinicius auf sich alleine gestellt. Die Gangart
Es wird etwas härter, würde ich mal sagen. Die Zweikämpfe werden noch leidenschaftlich geführt. Allerdings die Qualität des Spiels wird dadurch auch nicht unbedingt besser. Kaum Torchancen. Wenig flotte und präzise Angriffe, die wir bislang haben sehen dürfen. Geht über Philipp Koch. Bühr. Es ist etwas weniger aus dieser Situation gemacht. Einen ziemlich schwierigen Weg gehen hier in dem Cup-Finale. Alle Spiele auswärts. Durchaus namhafte Gegner. Der Parcours startet in Tavan, dann Wohlen, dann das Auswärtsspiel gegen die Young Boys. Der Härtetest in Thun. Und im Halbfinale musste man Sion eliminieren. Alle Aufgaben wurden mit Bravour erledigt und jetzt diesen Angriff von Alioski. Ziemlich resolut. Kein Foulspiel gepfiffen. Alioski bleibt da liegen. Erste Zeit spielt weiter. Wildes Five-Konzert, selbstverständlich aus dem Tessiner Fanblock. Die Zürcher da weiter gespielt haben. Vor allem eben auch, weil Alighieri hier nicht gepfiffen hat. Also für mich war das ein klares Foulspiel von Kecojevic. Auch wenn der Ball schon weg war. Ischgan Alioski, weil sie im Tessin Mühe haben, seinen Namen auszusprechen, nennen sie ihn Einfachzahl, einfach halber Gianni. Ehemaliger IB Junior aus Flamatt, im Wintertransfer von Schaffhausen gekommen und sofort eine Verstärkung. Da hatte er ein gutes Näschen, der Präsident von Lugano, der ja zugleich auch Sportchef ist. Angelo Renzetti. Die wurde zum Einwärmen geschickt, Sicherheitsmaßnahme, aber Alioski ist wieder in der Partie. Hier wird auch gleich angespielt. Aber im Moment fehlt auf beiden Seiten etwas die Linie im Spiel. Startphase war gut, absolut ordentlich. Im Moment ist der Schwung etwas verloren gegangen.
Schuss. Und dann die erste heikle Situation und es gibt 11 Meter. Favre zu langsam bei diesem Laufduell. Penalty für den FC Lugano in der 32. Minute. Kein Offside. Favre zögert. Ja. Hat er ihn tatsächlich berührt oder eben nicht? Das ist die Frage. Schwierig zu sehen, aber wer so in die Füße des Gegenspielers taucht, der riskiert eben viel. Kann man schon pfeifen. Unglücksrabe Anthony Favre, Donis gestoppt und die große Möglichkeit für Lugano hier das wichtige 1:0 zu erzielen. Botani übernimmt die Verantwortung. Mattia Botani. 8 Treffer in der Liga. Einer im Köln bisher. Und Favre macht seinen Fehler wieder gut. Ist ja nicht zu glauben. Was für eine Geschichte. Und der Penalty war nicht mal schlecht geschossen. Okay, optimale Höhe für den Torhüter und trotzdem. Dann wird er sich ärgern, der Mattia Botani. Aufatmen in der FCZ-Präsidentenloge. Ganz stark gemacht vom Zürcher Torhüter von Anthony Favre, der seinen eigenen Fehler also so gleich wieder korrigieren kann. Eine Riesengeschichte, mein lieber Mann. Der FC Zürich hat enorm Mühe, sich im Moment aus der Defensive zu lösen. Viele Fehlpässe. Man spürt, dass die Mannschaft im Moment selbstverständlich und absolut erklärbar nicht enorm viel Selbstvertrauen hat. Großen Chance hier noch einmal. Stark gemacht von Favre. Nicht allzu platziert. Da ärgert man sich auf der Lugano Bank. Optimale Höhe. Mattia Botani, ein echter Luganesi, il figlio di Conaredo, sagt man ihm. Dann Platz für Büa, der ist schnell. Alioski allerdings auch, der verfolgt ihn und stellt ihn dann noch vor dem Strafraum. Verschossene Elfmeter, Mattia Botani und Anthony Favre, der 32-Jährige, der seinen zweiten Cup-Final bestreitet, hält diesen Penalty. 2010 stand er mit Losam in einem Spiel. Ein 6:0 setzte es damals ab gegen Basel. Anthony Favre. Möglichkeit. Kommt da frei zum Abschluss. Diese schnellen Ballstaffetten zeigen es, wie man die FCZ-Abwehr aus der Angel heben kann. Kein Offside, richtig gesehen. Auf
Finale Neff. Deutlich näher an einem 1:0 als der FCZ bislang. Komm. Jappi. Mit geschundener Nase will er hier seinen Torriecher unter Beweis stellen. Leicht vom Gegenspieler löst, ganz stark gemacht, auch stark die Vorarbeit von Bühler. Das muss dem FC Zürich gelingen, den Russen etwas mehr ins Spiel einzubinden, mehr solche Aktionen überhaupt zu schaffen. Uff, wieder startet Terzakov, aber jetzt hat Tatkovic aufgepasst, aber schlampig dann. Dieser Ballverlust. Ljubic. Erstmal seit längerer Zeit wieder einige gelungene Ballstaffetten beim FC Zürich. Und einige schwierige Momente hat überstehen müssen in dieser ersten Halbzeit. Terzakov eilt ins Zentrum, aber im Moment ist er der Einzige. Etwas wenig Präsenz, aber immerhin ein Eckball gibt es für den FCZ. Der zweite in diesem Spiel. Etwas unglücklich natürlich von Mirko Salvi. Wurde da der Torhüter regelwidrig behindert oder nicht? Fakt ist, der Treffer zählt und der FCZ führt nach 40 Minuten mit 1:0. Sangonesa bringt den FCZ in Front. Etwas unübersichtlich. Wir achten auf den Torhüter. Kein Foulspiel, definitiv nichts. Alles korrekt. Bringt den Ball nicht unter Kontrolle und Sangonesa reagiert am schnellsten und bringt seine Farben in Führung.
Mirko Salvi bei seiner Cup-Premiere für den FC Lugano. Mit diesem Fehler Ronsan Gonesar, der große Profiteur, er bringt den FCZ in Front. Eliane Canepa und Angelo Canepa. Endlich wieder etwas Grund zur Freude, aber die Führung insgesamt doch eher schmeichelhaft, muss man sagen, aufgrund des Gezeigten in diesen ersten knapp 42 Minuten. Gestört auch noch vom eigenen Gegenspieler Mirko Salvi, aber definitiv kein Foulspiel. Kerschakow geht da auf den Ball. Alles korrekt, richtig gesehen von Schiedsrichter Ale Bieri. Und der FC Lugano ist nun in der Pflicht, muss hier eine Antwort finden. Foulspiel. Hätte gerne eine gelbe Karte gesehen. Nach diesem Foulspiel muss er beruhigt werden von vierten unparteiischen Seemann. Wie immer die Ruhe selbst. Doppelt ärgerlich dieser Rückstand für den FC Lugano nach dem verschossenen Elfmeter von Botani. Es war eigentlich auch die erste richtige Tormöglichkeit überhaupt für den FCZ. Mal abgesehen von diesem Distanzversuch von Jappi, ist da in der Offensive nicht viel passiert am FCZ. Der ja auch eine sehr interessante Geschichte hat beim FC Zürich, Sangonisa, dieser Saison lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat, unter Lippe praktisch nicht gebraucht worden ist, erst jetzt von Uli Forte ausgegraben wurde, dieser Sangonisa, wurde im Februar 2015 verpflichtet. Sangonesa, der im Februar verpflichtet worden ist, damals noch gegen den Willen des damaligen Trainers Urs Meier. Eine gelbe Karte haben wir noch nachzutragen. Jonathan Sabatini hat da reklamiert. Und wurde darum mit Gelb sanktioniert. Etwas zu heftig protestiert nach dem vermeintlichen Foulspiel an Mirko Salvi, das eben keines gewesen ist. Am 1:0 durch Sangonesa. Drei Minuten Nachspielzeit, diversen Pflegepausen. Alioski. Zojevic und gegen Saar. Richtig gesehen, wie im Offside. Lief zuerst quer, aber der Pass kam etwas zu spät. Richtig gesehen vom Schiedsrichterassistenten.
als Motivator, das sieht man an der Linie, wie er da immer wieder auf seine Mannschaft Einfluss nimmt, klatscht, applaudiert, zuruft, antreibt. Mikrofone gehört haben, auch seinen Innenverteidiger weiter nach vorne beordert, Anto Girgic, damit eben der FCZ nicht zu weit nach hinten hineingedrückt wird. Vor der ersten Halbzeit, Mattia Bottani, der diese Elfmetermöglichkeit für den FC Lugano nicht hat nützen können. Gegen die wirbligen Luganesi. Donis und Bottani bereiten ihm da einen ziemlich schwierigen Nachmittag an den F. Wilde Proteste von Josimovic, sei da gestoßen worden. Spiel. Auch wenn das Bein da ganz kurz draußen gewesen ist. Es bleibt bei dieser knappen Pausenführung für den FCZ, die insgesamt doch eher schmeichelhaft ist. Der Treffer von Sangone Sarr, dem Mann aus dem Senegal. Er also als einziger erfolgreich. Jusinovic aufgewühlt, aufgebracht. Der FC Lugano muss versuchen, wieder die Ruhe ins Spiel reinzukriegen, die er durchaus hatte zu Beginn der Partie. Dann ging der Farben etwas verloren. Die starke Phase vor dem Elfmeter, dann die ungenützte Chance beim Penaltyduell Bottani gegen Favre. Und der FCZ ganz abgebrüht, nützt seine einzig richtig gute Möglichkeit zur Führung. Das wird der geschundenen FCZ-Seele gut tun. Erste Stimmen vom Spielfeldrand. Ja, bei mir ist Giliappi und wir sehen, Giliappi ist aber ein großes Pflaster. Wie geht es Ihnen? Ich bin gut. Ich bin gut, soweit ich kann spielen, das heißt, bin ich gut. Es ist ein Hin und Her, verschossener Penalty, da machen Sie das 1-0. Wie erleben Sie das Spiel auf dem Feld? Das geht sehr schnell, es ist sehr intensiv. Lugano spielt sehr gut. Wir probieren auch das Beste zu geben. Und das ist gespannt. Zum Glück, wir führen 1-0 und ja, es gibt noch eine Halbzeit. Dann erholen Sie sich jetzt. Besten Dank in den nächsten Minuten. Danke. Ja, wegen so einem Pflaster lässt man sich den Cup-Final nicht nehmen, oder? Ohne zu wissen, was jetzt der Giliappi hat, da beißt man halt einfach aufs Zeh als Profi. Da gibt es gar keine andere Variante. Ja, sicher, wenn man nicht irgendwie gerade wie der Kukali leider den Turban auf dem Kopf hat. Aber das hat es ja auch schon Spieler gegeben, die so weitergemacht haben. Der Dani Kern, unser Kommentator, hat mehrfach gesagt, ein Resultat, das eher schmeichelhaft ist für Zürich. Dementsprechend tut es Ihnen als eher Lugano zugewandten ein bisschen weh, wie es im Moment steht. Ja, ich denke, wenn man den Penalty nicht versenkt, dann muss man nachher damit rechnen, dass auf der anderen Seite das Goal geht. Also, da sind sie nicht konkret genug gewesen und haben jetzt müssen uns nützen, haben es nicht gemacht und prompt haben sie durch den Goal das Goal bekommen. Und dann geht es eben wirklich schnell, so wie das der Giliappi auch schon gesagt hat. Wir werden das in der Pause natürlich nur ein bisschen auseinanderbeinden und ein bisschen mehr analysieren. Zuerst schnaufen wir aber durch, in ein paar Minuten sind wir zurück hier im Letzigrund. Der Wirt Schweizer Cup auf SRF mit Wirt. Suvaliv, Ticket Corner, local.ch und Helsana. Zusammenkommen im Fieber, weil einzeln sind wir schwach, Verein sind wir mächtig, nur zusammen sind wir stark. Hey, go, go, go.
2016, ab 10. Juni, SRF. SRF 2. Der Nachwuchsförderer heisst, der Zukunft eine Chance zu geben. Wir unterstützen den Schweizer Fußball. Jetzt und auch in Zukunft. Für Muschelsucher und Lausbuben, Sommerspass mit Lupilou. Find viele weitere Artikel in unseren Filialen. Ab am Montag, 30. Mai, exklusiv bei Lidl. Lidl lohnt sich. Aus 7 erlesenen Rebsorten hergestellt. In Edelholzfässern gereift. Entzückend. Italienische Produktzertifizierung GGA. Deshalb kann keine Speise dem Balsamessig aus Modena Punti widerstehen. Punti, unsere Geschichte schmeckt anders. Früher habe ich jede Schlacht gewonnen. Die Frauen haben mich geliebt. Meine Filme sind legendär gewesen. Und heute besiegt mich die Kleinbox. Sogar der eigene Sohn hat sie lieber als sein Vater. Die neueste Generation Swisscom TV 2.0 ist da. Jetzt noch unterhaltsamer. La la la. Fußball, als wären sie live dabei. Das ist die neueste Generation Swisscom TV 2.0. Jetzt neu in UHD-Bildqualität. Danke. Ich habe doch einfach nur meinen Job gemacht. Hey, ich habe einfach meinen Job gemacht. Danke. Gern, ich habe doch einfach nur meinen Job gemacht. Danke. Ich habe einfach nur meinen Job gemacht. Wir sind einfach Bank. Valiant. Ihr Valiant-Konto können Sie jetzt übrigens ganz bequem online eröffnen. Wo immer Sie sind, in nur 10 Minuten. Eine Schweizer Nummer. Die war kommt nie aus der Schweiz. Bitte. Pech, dann fahren die durch ganz Europa. So günstig wie die sind. Die fahren über die grüne Grenze, die siechen. Schmeckt einfach gut in der Schweiz. Sind wir denn überhaupt noch in der Schweiz? Ich glaube schon. Schweizerischer als man denkt. Einfach Aldi. Wird Schweizer Cup auf SRF mit Wirt, Suvalive, Ticket Corner, local.ch und Helsana. Endlich gibt es wieder mal etwas zu feiern in der Präsidentenloge. Es kann etwas lachen. Ihren FC Zürich führt zur Pause vom Cup-Final mit 1-0 gegen Lugano. Und beim Lukas Studer ist einer, der sicher auch der Blausch am aktuellen Zwischenstand. Der ehemalige Nationaltrainer und FCZ-Legende, der Köbi Kuhn. Ja, und er strahlt und ist zum Witzeln aufgelegt. Der Köbi Kuhn, wie erleben Sie das Spiel bis jetzt? Ja, es ist ein Cup-Match und ich würde nicht behaupten, dass der FCZ besser ist, aber sie haben das Glück gehabt, dass der Goalie einen Penalty hat und auf der Gegenseite, ich weiss nicht, ob es ein Foul war, auf jeden Fall nicht pfeifen hat und das Goal zählt und das ist wichtig natürlich. Ja, wir haben es nochmal angeschaut, es ist kein Foul, es war alles regulär, zumindest aus unserer Sicht. Jetzt, was mich natürlich bei Ihnen interessiert, die letzten Tage, wie nach, ist Ihnen das gegangen, der Abstieg? Na ja gut, also es ist so, wir sind ja schon ein bisschen vorgewarnt, dass das hätte passieren können. Der Abstieg, würde ich sagen, ist nicht in den letzten zwei, drei Matches passiert. Der Abstieg ist früher passiert, wo man wirklich Phasen drin hat, wo man im Fußball nicht so mit Freude zuschauen konnte. Und ich glaube,
Der Wechsel hat sich vom Trainer angezeigt. Und ich glaube, vor allem die Spieler haben selber müssen, sich überlegen, was sie da machen auf dem Platz. Und jetzt sieht das alles zusammen ein bisschen besser aus. Und der Abstieg soll ja heute kein Thema sein. Heute geht es um den Cup und bei diesem Spiel wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen. Besten Dank, Köbi Kuhn. Merci vielmals. Danke. Ja, die Spieler müssen sich überlegen. Und manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, sie überlegen noch ein bisschen viel auf dem Platz Zürcher. Sie bringen sich zum Teil durch das auch unnötig selber wieder in Gefahr, haben wir gesehen. Bei der Szene, die zum Penalty geführt hat, können wir vielleicht jetzt analysieren. Das ist mit Dani Gigax und auch aus der Sicht vom Goalie auch mit Philipp Walker. Ja, also ich muss dir schon mal sagen, Lugano macht das sensationell. Sie geben dem FCZ Spieldiktat in die Hand. Das Penalty müssen wir nicht darüber diskutieren. Sie geben dem FCZ Spieldiktat in die Hand, machen sehr, sehr aggressives Pressing und haben noch die idealen Spieler, um die Bälle in die Schnittstelle zu spielen. Und sie sind nicht nur in dieser Situation gefährlich fürs Goal. Der Goalie, könnte irgendetwas besser machen, dass es kein Penalty gibt, Philipp Walker? Oh, es ist schwierig. Der Ball war sehr schön im Tiefengespiel. Ende der Gorge, er bleibt stehen, er hat entschieden rauszukommen, ist ein Schritt spät. Ich denke, einen grossen Vorwurf kann man nicht machen. Der Penalty nachher super rausgekratzt. Dann schauen wir uns doch den gerade an. Super rausgekratzt. Ich habe das Gefühl, so wahnsinnig gut ist er nicht geschossen gewesen, aber vielleicht täuscht es auch. Also es war ziemlich scharf geschossen, es war nicht so präzise. Und ich denke, er ist in die richtige Ecke. Am Mittwoch noch hat der Botani flach in eine andere Ecke geschossen, aber er hat sehr schön gehabt. Aber es ist eine angenehme Höhe für einen Goalie, so, oder? Wunderbar. Man kann ihn besser schiessen, tun wir uns auf das einigen? Sicher, also wenn er nicht drin ist, kann man immer besser schiessen. Aber wie wir schon gesagt haben, es war eine ideale Höhe. Am Mittwoch hat er noch in die andere Ecke geschossen. Und das sind dann halt alles die Überlegungen, die du dir machst, wenn du dann am Cup-Final vor einem so einem grossen Goalie mit so einer Präsenz stehst. Und ja, gut. Aber das ist wieder genau das Gleiche, oder? Überlegen während dem Spiel oder bei so einer Situation ist einfach selten gut. Muss ja, irgendwo der Intuition folgen. Ja, sicher, aber das machst du dir automatisch. Gut, jetzt in dem Moment hast du nicht so viel zu überlegen. Wenn du einen Penalty schiessen gibt und dann musst du von der Mittellinie bis zum 16er führen laufen, das weißt du auch, das ist dann ein bisschen, das ist dann ein bisschen intensiver. Ja. Aber so, ja. Wir so ist es gekommen, wie es eben dann kommen im Sport. Auf der anderen Seite braucht es dann nicht viel und dann ist der Ball drin. Auch da schauen wir die Rolle vom Goalie an und eben die Diskussion faul oder nicht. Wir haben den ehemaligen Goalie da mit dem Philipp Walker. Wie beurteilen Sie die Szene? Für mich ist es absolut kein Foul. Der Stürmer steht mit dem Rücken zum Goal, springt auf, probiert auf den Ball zu gehen und ist absolut kein Foul. Also es wird in keiner Liga in Europa treffen und ist ein korrektes Goal. Was kann das jetzt auslösen beim FCZ? Nicht so wahnsinnig gut gespielt und trotzdem vorne. Also ich finde, Lugano war ganz klar besser gewesen. Sie haben die klaren Chancen gehabt. Es ist einfach schade jetzt für den Mirko Salvi, dass er so eine super Saison macht und jetzt ihm halt der Fehler unterläuft und dann ist halt 1-0. Klar, für den Kopf her ist das jetzt das Optimale gewesen. 3 Minuten vor der Pause das 1-0 schiessen, obwohl sie nicht so eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Und ich denke, jetzt kehrt sich das. Jetzt wird der FCZ ein bisschen abwarten und dann probieren zu kontern. Spiel abgeben und genau, und also für sie ist es perfekt gewesen. Schauen wir an, wie es weitergeht, ob sich Lugano noch befreien kann. Das alles nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Der Würth Schweizer Cup auf SRF mit Würth. Suvaliv, Ticket Corner, local.ch und Helsana. Hersteller des Testsiegers, jetzt noch besser, Series 9 von Braun. Mit 4 ineinandergreifenden Schneidelementen und 2 speziell entwickelten Mitteltrimmern. Für unsere effizienteste und angenehmste Rasur, der Series 9 von Braun. Immer die perfekte Geschenkidee, jetzt mit bis zu 40 Franken zurück. Oh!
in Form bringt, kann auch unsere Cracktive Chips noch weniger Fett machen. Wir tun alles für die besten Chips. Vielmann hat mich glücklich gemacht, schnell und kompetent. Brille Vielmann. Zuerst hierhin. Und dahin auch noch. Interessante Plätze, zu denen du mich geschickt hast. Danke. Jetzt bist du dran. Es geht um mehr als ein vernetztes Auto. Es geht um die besonderen Momente im Leben. Aufregend innovativ. Der neue Tiguan mit CarNet. Volkswagen. Früher, ne? Habe ich jede Schlacht gewonnen. Frauen haben mich geliebt. Meine Filme sind legendär gewesen. Und heute? Heute besiegt mich die Kleinbox. Sogar der eigene Sohn hat sie lieber als sein Vater. Die neueste Generation Swisscom TV 2.0 ist da. Jetzt noch unterhaltsamer. La la la. Fußball, als wären sie live dabei. Das ist die neueste Generation Swisscom TV 2.0. Jetzt neu in UHD-Bildqualität. SRF 2. Rom. Die erste Station der Diamond League in Europa. Donnerstag, 20 Uhr live, SRF 2. Der Wirt Schweizer Cup auf SRF mit Wirt. Suvaliv, Ticket Corner, local.ch und Helsana. Er hat die Geschichte der ersten Halbzeit mitgeschrieben mit seinem verschossenen Elfmeter, Mattia Bottani. Für den FC Lugano, der jetzt natürlich in der zweiten Halbzeit die Sache korrigieren will. 1:0 liegt der FC Lugano zurück. Die Spieler sind früh aufs Spielfeld zurückgekehrt. Wir sehen das hier, der FCZ noch in den Katakomben drin. Es ist ganz ruhig im Stadion. Der FC Lugano will natürlich den ersten Cup-Erfolg seit 1993. Eine gute Saison war es so oder so für den Aufsteiger mit dem Klassenerhalt. Dennis Seemann hat gesagt, der Klassenerhalt, das ist ein kleines Wunder mit dieser Mannschaft, mit dem kleinsten Budget. Ohne Kredit in die Saison gestartet, aus dem eigenen Kanton. Da gab es auch nicht sehr viel positive Stimmen. Und aus der Südkurve ist auch klar, was man von den vergangenen Tagen hält. Canepas, Finger weg vom Sportlichen. Die klare Botschaft an den Präsidenten, der ja angekündigt hat, die Strukturen überprüfen zu lassen. Es ist davon auszugehen, dass ein Sportchef eingestellt werden wird. Unter Sven Otz war auch nicht alles gut. Der Ehrenpräsident, aber auch Cup-Sieger mit dem FC Zürich, genauso wie Angelo Canepa. Mirko Salvi, Unglücksrabe der ersten Halbzeit, hat wirklich eine bärenstarke Rückrunde gespielt. Gehört einem FC Basel, wäre der einzige Spieler, der das Double gewinnen könnte. Meistertitel und Cup-Sieger. Eine unglückliche Aktion, ausgenutzt durch Sangonesa zum Führungstreffer für den FCZ, der sich schwer getan hat gegen die aufsässigen Luganesi, die enorm viel Druck gemacht haben, auch über die Außenpositionen, viel Laufarbeit verrichtet haben. Und im entscheidenden Moment hat er richtig reagiert. Zuerst der Fehler, ein Penalty, Anthony Favre, aber dann die starke Reaktion auf der Linie gegen Bottani. Angelo Renzetti, 61, seit 2010 Präsident und Sportchef, hat gesagt, der Abstieg wäre ein Desaster gewesen. Das Schreckszenario ist seit dem Mittwoch verbannt. Giuliappi mit der Nase, keine Wechsel zur zweiten Halbzeit, der FCZ ganz in Blau. Und Lugano als Heimteam in der zweiten Halbzeit von rechts nach links spielt auf die eigene Fankurve zu.
FC Lugano handeln in dieser zweiten Halbzeit? Ich denke nicht viel. Die Mannschaft hat eine gute erste Halbzeit gezeigt. Engagement hat gepasst. Die Laufbereitschaft war groß. Ja, eigentlich immer während der gesamten Saison etwas die Abgeklärtheit, die gefehlt hat vor dem Tor. Vielleicht manchmal auch der direkte Zug aufs gegnerische Tor. Jetzt hat man das Gefühl, dass schon noch etwas Luft nach oben ist. Man hat schon bessere Spiele gesehen unter Uli Forte. Ich denke an einen guten Aufwärtsauftritt, beispielsweise gegen St. Gallen oder die letzten 20 Minuten am Mittwoch gegen Vaduz. Eine gute Freistoßmöglichkeit für den FC Zürich. Wieder hat Chiliardi einstecken müssen. Der FCZ-Captain. Das Duell der beiden Spielführer. Chiliardi liegt nach wie vor auf dem Rasen. Der FCZ hat verletzungsbedingt bereits einmal wechseln müssen, schon ziemlich früh. Murim Kukeli verloren durch diese Kopfverletzung. Anton Girgic hat die Position in der Verteidigung eingenommen. Wäre fatal, wenn jetzt auch Chiliappi ausgetauscht werden müsste. Und tatsächlich das Zeichen kommt, es geht nicht mehr weiter bei Chiliappi. Auweia. Das Einsteigen von Antoine Rey, nicht mit Gelb belastet, von hinten in die Beine. Da kann ich den Ärger von Uli Forte verstehen, dass sich jetzt auch mit Alain Bieri ausspricht. Die Botschaft ist klar, Spieler müssten in solchen Situationen besser geschützt werden, äußerst unglücklich. Eine unglaublich wichtige Figur im Spiel des FC Zürich, aber er gibt klar zu verstehen, es geht nicht mehr weiter, jetzt nicht mehr. Auch die Nase blutet, aber das ist derzeit nicht das ganz große Problem. Hektik auf der FCZ-Bank und Uli Forte außer sich, weil er jetzt wohl auch noch seinen Captain verliert. Das wären die möglichen Alternativen. Cabral beispielsweise. Chiumiento wäre die etwas offensivere Variante. Jetzt haben wir der FC Lugano mit Josinovic. Guter Abschluss. Starke Aktion des Außenverteidigers, der da aus großer Distanz abzieht. Mutig. Sicher richtig, dass Terenas der Ball bekommt. Fort. Starker Abschluss mit dem starken linken Fuß. Goran Josinovic. Der ehemalige kroatische U21-Nationalspieler. Cabral wird kommen beim FCZ. Erst sein zweiter Einsatz in dieser Rückrunde. Und das ist jetzt schon enorm viel Pech für den FCZ, der hier zum zweiten Mal verletzungsbedingt wechseln muss. Die Luganesi fordern wieder einen Elfmeter. Otani da niedergerungen im Infight.
schwierig zu sehen aus der Distanz. Alle Bieri hat sofort angezeigt, weiterspielen. Aber die Hektik wird größer. Noch einmal die Achten aufs Zentrum. Knappe Offside-Entscheidung und dann das Duell. Neff gegen Botani. Leicht berührt, aber genügt das, um auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Ganz heikle Situation. Ich denke hier kein Penalty. Auch wenn ich den Ärger von Botani verstehen kann. Also der FCZ hat gewechselt. Cabral jetzt im zentralen Mittelfeld an der Seite von Sangonesa. Neff muss aufpassen, hat da Mühe gegen die schnellen Gegenspieler, gegen Botani. Auch gegen Jusinovic, da hat er nun schon das ein oder andere Mal Probleme bekundet. Das nächste Duell. Jetzt löst er den Fall einwandfrei. Ist da entschlossen aus der Kabine gekommen. Man spürt das bis unter das Tribünendach. Die Mannschaft ist bereit. Gibt sich hier noch nicht geschlagen. Senek Zeman. Nach wie vor die Ruhe selbst. Rem. Gute Schussmöglichkeit. Zu wenig entschlossen. Da müsste der Captain mehr machen aus dieser Situation. 16 Meter freie Schussbahn. Älteste Spieler beim FC Lugano. Romano. Gemacht. Auf dem kurzen Pfosten, nicht einfach die Situation zu erkennen für Mirko Saldi. Endlich ein Angriff mit Zug, mit Tempo. Das Spiel nimmt Fahrt auf. Da hat nicht viel gefehlt bei diesem Abschluss von Kevin Bühr. Zwei starke Aktionen des FC Zürich. Zweimal Kevin Bühr, dann Antoine Rey. Vinicius. Wieder Björn gegen Urbano. Kann sich behaupten. Dabkovic. Ja, die Partie hat deutlich an Qualität gewonnen. Diesen ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Dass Botani jetzt ausgewechselt werden wird. Tossetti steht bereit. Er kommt, aber nicht für Botani. Alioski geht aus der Partie. Das ist für mich etwas überraschend. Hat mir nicht schlecht gefallen. Ich kann Alioski. Aber er hat in der ersten Halbzeit einen Schlag kassiert. Und möglich, dass es ihm
körperlich nicht mehr ganz so gut geht. Matteo Tossetti kommt für ihn in die Partie. Matteo Tossetti, absoluter Publikumsliebling. Ja, Alioski deutet es auch an. Bei diesem Sturz hat er sich an der Schulter wehgetan. Das ist der Grund für den frühen Tausch. Spielen Zappardini. Erst zwei gelbe Karten bis in dieser Partie. Cabral. Kerschakow an den Pfosten, unglaublich. Solche Tore macht er eigentlich immer. Der routinierte Alexander Kerschakow. Ich hatte das 2:0 auf dem Zettel bereits notiert, ganz ehrlich. Toll gespielt. Und Cabral und dann gefühlvoll an den Pfosten. Alexander Kerschakow. Hat sich beim FCZ wieder in EM-Form spielen wollen. Er ist nicht schlecht in Form für ein EM-Aufgebot. Hat es trotzdem nicht gereicht. Ein Auf und Ab. Ein echter Köp, Krimi, Guy Parmelin, SVP-Bundesrat, Sportminister neben Peter Gillian, SFV-Präsident. Die beiden werden dann auch den Pokal, die Sondo-Trophäe an den Gewinner überreichen. Aber im Moment völlig offen, wer hier dieses Spiel gewinnen wird. Zürich mit einer klaren Leistungssteigerung zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Deutlich mehr offensive Akzente setzen können, weil auch die Passgenauigkeit zugenommen hat im FCZ-Spiel. Stark verteidigt von Vinicius gegen Botani. Hier noch einmal. Millimeter haben nur gefehlt zum zweiten Treffer. Doppeltorschütze im Halbfinale, Kerschakow gegen Sion, fünffacher Torschütze in der Meisterschaft und Zdeněk Zeman. 69-jährig. Lugano seine 17. Station als Trainer. Eine Trophäe hat er bislang in seiner langen Karriere noch nicht gewinnen können. Puff, Kerschakow, Fahne oben. Aber der Russe spielt sich mehr und mehr in den Mittelpunkt. Und beim FC Lugano deutet sich der nächste Wechsel an. Domen Chirnigoy wird kommen. Wäre 1:1 Ersatz für Sabatini. Tatsächlich ist es so, Sabatini geht. Chirnigoy kommt. Weniger auffällig als auch schon, überlässt den Platz dem slowenischen U21-Nationalspieler Domen Chirnigoy. Vinicius. Gute Kopfballmöglichkeit, Salvi hält. Wieder bleibt ein FCZ-Spieler liegen. Hat sich wehgetan. Philipp Koch. Ja.
Sein Vertrag läuft aus. Vinicius hat keinen Vertrag mehr. Und Kerschakows Leihvertrag. Wir gehen noch einmal diese Möglichkeit sehen. Kecojevic, der praktisch jedes Kopfballduell gewinnt, hier auch noch seine Arme einsetzt. Koch steht wieder, muss weitergehen. 30 Minuten noch. Cup-Sieger ist ja auch direkt für die Europa League Gruppenphase qualifiziert. Auch das spielt am heutigen Nachmittag selbstverständlich mit. 2,4 Millionen Euro die Antrittsgage in der Europa League. Viel Geld. Dossetti, der Neue. Stark gespielt. Donis. Und ist Schlenzer an den Pfosten. Aktion von Anastasios Donis. Die 62. Minute. Wunderbar. Wäre Offside gewesen, nicht angezeigt. Schwierig zu sehen allerdings. Und dann dieser gefühlvolle Schlenzer an den Pfosten. Schon viermal getroffen in diesem Cup-Wettbewerb und im Moment läuft es für Anthony Favre. Was für eine zweite Halbzeit bislang. Action und Spektakel. Wunderbar. Aus großer Distanz, vielleicht war Favre eventuell noch mit den Fingerkuppen dran an diesem Ball. Der hatte den Torjubel eigentlich schon auf den Lippen. Anastasios Donis. Einst bester Torschütze in der Primavera von Juventus Turin gewesen ist in der Saison 13-14. Der weiß schon, wie man torisch ist. Dossetti. Es ist sofort das Team eingefügt. Svirdonis, Josinovic. Jetzt bietet sich dem FCZ etwas mehr Platz über den schnellen Bühr. Kerschakow wieder im Offside. Ja. Habe ich auch so gesehen. Aus der Distanz. Genauso wie der Schiedsrichterassistent. Der hat das absolut richtig beurteilt. Lugano ist selbstverständlich gezwungen, etwas mehr Risiko zu nehmen, etwas höher zu stehen. Und das wird dem FCZ vermehrt Kontermöglichkeiten bieten. Bühr, der Prämie heute ausgezeichnet. Sehr agil, viel unterwegs, torgefährlich. Ein Juwel in dieser FCZ-Mannschaft, der junge Kevin Bühr. Fertigen Ballverlust, wie soeben von Philipp Koch, die muss der FCZ tun, nicht vermeiden. Wenn er nicht hier vermehrt unter Druck kommen will. Offizielle Zuschauerzahl 21.500. Also Stadion nicht ganz ausverkauft. 25.000. Hätten hier Platz gehabt.
Halbfinale. Auch in nächster Zeit dann verschiedene Orte vergeben. So ist schon klar, dass in der nächsten Spielzeit das Endspiel dann in Genf stattfinden wird. Jetzt den nächsten Seemann. Noch 25 Minuten offiziell. Seine Zukunft offen. Angelo Lorenzetti hat angedeutet, dass er gerne mit Simon weiterarbeiten würde. Aber auch da gibt es die letzten und klärenden Gespräche erst nach diesem Endspiel. Anastasios Donis. Urbano wieder mit einem Katastrophenpass. Der Jakov im Zentrum lauert Bühr. Der zweite schlimme Fehler von Routinier Orlando Urbano. Der 32-Jährige. Nicht bekannt für solche Fehler, sonst zusammen meist mit Malvino ein sicher Wert in der Luganesi Innenverteidigung. Auch fixe Stütze in der Aufstiegssaison. Auch ein sicherer Wert meist in dieser Spielzeit. Orlando Urbano. Großer Einsatz von Josinovic. Das Flügelspiel funktioniert über Tosetti gegen Neff. Der eine macht es mit Tempo, der andere mit Routine. Rodani, Eckball. Lugano plant den dritten und letzten Wechsel. Dani. Seli, FC Lugano verstärkt den Druck. Rep. Das war allerdings etwas planlos. Bühr. Freistoß und Möglichkeit für Lugano, hier den Tausch zu machen. Karim Rossi wird ins Spiel kommen, ein weiterer Stürmer. Hier ein junger Mann. Karim Rossi, 22. Schweiz-Marokkaner. Kommt für Anastasios Donis. Pech bei seinem Pfostenschuss. Donis hat aber viele Zweikämpfe provoziert, ist viel gelaufen. Zdeněk Zeman zieht früh seine letzte Karte. So, nächste gelbe Karten werden fällig. Oliver Buff. Absichtliches Handspiel, keine Diskussion.
gute Nacht fehlen dem FC Zürich zu seinem 9. Cup-Sieg. Aber das ist ein hartes Stück Arbeit, das noch kommen wird auf den FCZ, denn der FC Lugano gibt nicht klein bei, investiert viel, nach wie vor große Laufbereitschaft, viel Einsatz. Das gesamte Team ist unglaublich viel unterwegs. Die werden noch einmal wechseln. Davide Chiumiento. Und zuerst mal dieser Angriff mit Philipp Koch. Büa holt sich diesen Ball. Kevin Büa. Salvi. FCZ will wechseln. Davide Chiumiento. Weißt aber ausgeführt, Dossetti. Malträtiert noch die Werbeplatte hinter dem Tor. Nächstes hartes Einsteigen, die nächste Verwarnung. Der Neue holt sich gleich eine gelbe Karte ab, Karimi Rossi. Eieiei, kommt hier angerauscht wie ein D-Zug. Cumento steht bereit. Liforte diskutiert mit Cabral. Warte mit dem Wechsel noch zu. Pimiento kommt für Buff. Das können einige aus der Südkurve nicht verstehen. Da gibt es vereinzelte Pfiffe. Oliver Buff hat viele Zweikämpfe bestritten, viel Leidenschaft und viel Einsatz gezeigt, allerdings Entscheidendes vor dem Tor ist ihm heute nicht geglückt. Wird Buff auch in der Challenge League bleiben, hat einen weiterlaufenden Vertrag, aber schwer vorstellbar, ein Mann mit dieser Qualität. Petzovic, gutes Stellungsspiel. Schlechter Pass dann allerdings von Vinicius. Wohl immer noch dieser verschossenen Penalty-Möglichkeit nach. In der ersten Halbzeit Mattia Potani. Ein gutes, ein offenes Spiel in dieser zweiten Halbzeit. Die Qualität ist klar nach oben gegangen. Beide Mannschaften bemüht hier dem Publikum etwas zu bieten. Und vor allem ist die Spannung greifbar. Eine Viertelstunde noch. Offiziell. Josinovic.
Rossetti. Der nächste Eckball. Seine Kopfballqualitäten werden in den nächsten Minuten gefragt sein. Die Kopfballqualitäten von Ivan Kezojevic. Turm in der Abwehr beim FCZ. Botani. Der Torschütze hat geklärt. Sandonisa. Und ich denke, wieder hätte man ein Abseits anzeigen können, müssen. Das Leiden des Präsidenten, Angelo Renzetti. Das war ein Böller aus der Lugano-Fankurve, auch nicht viel besser. Spiel am Ende einer langen Saison noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisieren auf beiden Seiten. Cermegoi, Veseli, Perez. Das ist eine ausgezeichnete Distanz. Klare Sache. Mattia Botani. Der heute Dortmund. Anthony Favre stellt eine Viermannmauer. Botani ist ein ausgezeichneter Freistoßschütze. Botani. Da verdient er sich allerdings keine gute Zeugnisnoten. Des Uli Forte. Das Leiden des Mattia Botani. Tolle Bilder. Bei diesem ultra spannenden Cupfinal 2016. Zeigen können bei diesem Tritt von Antoine Rey. Und Kokeli mit Turban auf der Auswechselbank. Pechvogel des heutigen Cup-Finals.
wichtig mit seiner Erfahrung, kann auch einmal einen Ball halten. Kerschakov. Gute Freistoßsituation für den FCZ. Wieseli wird verwandt. Ein zweiter FCZ-Treffer wäre wohl die Vorentscheidung in diesem Cup-Final. Uff, der eine Standard-Spezialist ist gegangen, mit Davide Pimiento ist ein anderer gekommen. Das ist Davide Pimiento. Nicht schlecht, nicht schlecht, Davide Pimiento. An diesem Ball wäre Mirko Salvi nie und nimmer herangekommen. So lebt die Hoffnung weiter beim FC Lugano. Macht das der FCZ aber nicht schlecht, hält die Gefahr weit weg vom eigenen Tor, gewinnt viele Duelle auch im Mittelfeld, ist bissig, das ist auch nötig. Josinovic, unermüdlich, Arne ist unten. Freistoßversuch von Davide Pimiento. Wieder fordert Uli Forte seine Mannen auf, aufzurücken, aufzuschließen, sich nicht hinten hineindrängen zu lassen. Für die letzten Minuten. Support erhalten aus dem eigenen Fanblock. Es ist erstaunlich ruhig. Die Südkurve mit dem leisen Protest gegen die schwache Saison. Dabei bräuchte die Mannschaft doch jetzt in dieser Situation jede Unterstützung. Für den FCZ. So, jetzt etwas Sprechchöre zu hören. Wichtige Sekunden verstreichen. Volley, Volley!
Spannung bleibt. Gewann der FC Biel den Cup-Final und stieg ab. 1992 die gleiche Geschichte beim FC Luzern, wiederholt sich das heute. Der FC Zürich ist nahe dran, aber Lugano gibt sich noch nicht geschlagen. Kerschakow. Bühr. Immer noch Kevin Bühr. Gegen Datkovic. Große Leistung von ihm, Kevin Bühr. Lässt die Zeit zerrinnen. Das machen die Zürcher wirklich gut, routiniert. Kaum mehr Torgefahr in den letzten Minuten vor Anthony Favre, im Gegenteil. Einige FC-Zettler auf dem Zahnfleisch, auch Philipp Koch, aber er kann nicht mehr wechseln. Uli Forte. Einwurf muss wiederholt werden. Entscheidet dieser Torhüterfehler von Mirko Salvi den Cup-Final zwischen dem FC Lugano und dem FC Zürich. Noch einmal Lugano. Re. Josinovic. Birgit klärt an ein Foulspiel, das nicht geahndet wird. Foulspiel, gestoßen von Karimi Rossi. Wie viele Minuten werden da nachgelegt? 3, 4 allerhöchstens. Vier sind es. Vier Minuten leiden mit dem FC Lugano, vier Minuten zittern mit dem FC Zürich. Und man spürt, die Luganesi sind platt, haben viel investiert, sind weite Wege gegangen, die Beine werden schwer. Zettel natürlich enorm viel Zeit lassen bei diesem Einwurf. Gibt auch noch eine gelbe Karte. Das wird Vinicius verkraften können. Drei
Minuten fehlen noch. Und dann ist der FC Zürich zum 9. Mal in seiner Clubgeschichte Schweizer Cup-Sieger. Absolut zu Recht. Gegen Kerschenkopf, der genau das provozieren will, das nächste Foulspiel. Die Uhr läuft unerbittlich und sie läuft gegen Lugano und für den FC Zürich. Noch ein Eckball. Für den FCZ. Im Normalfall müsste es das gewesen sein. Nachspielzeit nicht mehr aus der eigenen Platzhälfte herausgekommen und es sind nur noch 30 Sekunden offiziell zu absolvieren. Rossi, Foulspiel, nein. Pimiento. Der Torschütze in der 40. Minute. Nach dem Torwartfehler von Mirko Salvi ist er der Schütze des goldenen Treffers in diesem Cup-Finale. Der FC Zürich ist Cup-Sieger 2016. Der Absteiger holt sich den Pokal. Große Gegenwehr von Lugano. Die Tessiner in der ersten Halbzeit eher die bessere Mannschaft, aber der FCZ abgeklärt mit einer klaren Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Tröstet sich nach dem Abstieg mit dem Erfolg hier in diesem Endspiel. Unglaublich wichtig für den ganzen Verein. Der erste Stein bei diesem Neustart, der wurde heute gelegt. Tränen bei Ivan Kezojevic. Und Tränen bei Mattia Botani, der seine Farben hätten in Führung schießen können. Mit dem Elfmeter in der ersten Halbzeit gehalten von Anthony Favre. Viele Geschichten, die heute geschrieben worden sind. Zdeněk Zeman muss weiter auf den ersten Titel seiner langen Karriere war. Schauen Sie sich diese Emotionen an. Lugano-Präsident Angelo Renzetti, Mattia Botani, untröstlich. Das
erste Spiel von Philipp Koch im Dress des FC Zürich. Viele Fragen, die in den nächsten Wochen geklärt werden müssen. Lugano hat eine super tolle Saison heute krönen können, aber so jubelt am Ende Uli Forte und der FC Zürich. Der Abstieg ist Tatsache, aber der Cup-Sieg ist vielleicht die Kehrtwende in dieser traurigen Geschichte für den FCZ. Da jubelt sie nun doch, die Familie Canepa, die auch viel Kritik hat einstecken müssen. Natürlich zu Recht. Es sind viele Fehler passiert auf allen Ebenen. Aber die Mannschaft hat sich noch einmal zusammengerauft. Eine ultra schwierige Situation nach dem Abstieg am Mittwoch. Da blieb kaum Zeit, da rein schief zu machen. Und der FC Lugano hat es nicht gepackt. 23 Jahre nach dem letzten Endspiel, dem gewonnenen gegen GC, heute die Niederlage in Zürich gegen den FCZ. Der FC Zürich gewinnt den Pokal Tihai. Was dem FC Bayern München in der Champions League nicht geglückt ist, schafft der FCZ heute. Jetzt alle Dämme brechen, auch bei Kecojevic. Die Enttäuschung am Mittwoch, die noch nicht verarbeitet ist. Die Freude jetzt. Botani tiefst traurig und wir haben erste Stimmen vom Spielfeldrand. Ja, und das ist ein Bauer im Kokeli. Zuerst natürlich mal gefragt, wie geht es Ihrem Kopf? Ja, jetzt ein bisschen besser, ja. Natürlich, was es passiert ist, haben mega Schmerzen gehabt, extrem blutet. Und ja, leider haben wir raus müssen. Jetzt ist so ein bisschen Berg- und Talfahrer wahrscheinlich für Sie emotional. Einerseits abgestiegen, andererseits sieht man auch da Freude, Tränen. Wie ist Ihnen persönlich im Moment gerade zu Mut? Ja, wenn man das sieht, hat man natürlich sich das gewünscht, die ganze Saison, oder? Dass wir die Fans so jubeln sehen. Und ja, es tut uns wirklich mega, mega leid, dass es so gekommen ist, dass wir abgestiegen sind. Ich meine, das hat uns allen Spielern auch brutal wehgetan und wir haben alles gegeben, dass wir das halt nicht gleich nicht geschafft haben. Und es tut uns mega leid, aber wenn man am Boden ist, muss man noch wieder aufstehen und unser Ziel ist, den Verein wieder dorthin zu bringen, wo man gehört. Was hat der Titel jetzt für Sie für einen Wert in dieser schwierigen Saison? Ja, es ist schön, vor allem als letztes, dass wir gewonnen haben. Viele gehen in die Ferien da und Nationalmannschaft, das also tut jedem gut, oder? Und auch vor allem internationale Spiele. Für die Fans und alles ist natürlich ein schönes Gefühl, aber natürlich wissen wir, dass wir diese Saison vieles verbockt haben. Grüße Sie jetzt zuerst mal den Tag und den Abend. Noch besten Dank. Merci, ja. Merci. Ja, für Burim Kokeli ist die Saison selbstverständlich noch nicht zu Ende. Er geht ja zur Nationalmannschaft, wird mit Albanien an der Europameisterschaft spielen. Gemischte Gefühlslage, ganz sicher auch bei Ihnen. Aber ich habe es gesagt, auch finanziell ein wichtiger Erfolg. Auch Lugano hätte das Geld sehr gut gebrauchen können. Hätte allerdings die Europa League-Spiele nicht zu Hause in Lugano bestreiten dürfen. Und jetzt hören wir Uli Forte. Uli Forte, genau, ist jetzt gerade bei mir. Uli Forte, herzliche Gratulation zu dem Titel. Wie haben Sie das geschafft, die Mannschaft nochmal zu motivieren? Ja gut, es ist wichtig, dass wir das, was passiert ist, ausblenden. Auch wenn es das nicht aufwiegt, haben wir gesagt, wir haben die Pflicht, dass wir da müssen,
alles machen, damit wir den Pokal gewinnen können. Und wenn wir nur ein ganz bisschen zurückgehen können, dann haben wir das wollen machen und die Jungs haben das unglaublich gut umgesetzt. Sieht man da ein paar Spieler im Hintergrund, vielleicht sieht man das bei Ihnen nicht mit Tränen in den Augen, die sich wirklich freuen für diesen Drittel. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Was geht da im Moment ab? Sind Sie so ein bisschen gemischte Gefühle? Ja, ich finde es schade. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht noch mehr Spiele in der Meisterschaft hatte. Das ist das, was ich jetzt gerade im ersten Moment im Sinn habe. Da habe ich gedacht, Kopf, wenn ich nur ein paar Spiele mehr gehabt hätte, dann hätte es vielleicht gelangt, um das Ruder herumzureissen. Aber es ist nun mal so, wie die Situation ist. Man könnte sie nicht ändern. Jetzt tun wir den Pokal entgegennehmen und freuen uns über den Pokal. Dann geniessen Sie den Moment sicher auch ganz speziell in Ihrer Karriere. Besten Dank. Merci. Ja, schwierige Situation für Uli Forte. Gemischte Gefühlslage beim FC Zürich, selbstverständlich. Wir nehmen noch einige Emotionen mit, schalten dann kurz in die Werbung, um rechtzeitig für die Pokalübergabe wieder im Letzigrundstadion zurück zu sein. Der Wirth Schweizer Cup auf SRF mit Wirth. Suvaliv, Ticket Corner, local.ch und Helsana. Bronze. Drei Medaillen. Silber. Das ist absoluter. Und Gold. Rekord. Waren es an der letzten EM. Wie wird Julia Steingruber an der Heim-EM abschneiden? Jawohl, super! Die Kunstturm-EM live aus Bern. Ab Samstag, 16.45 Uhr, SRF 2.